Tja, das sieht nicht gut aus mit Ihrem Job im Studentenwohnheim. Außerdem wird die Studentin, die Sie fotografiert haben, Anzeige gegen Sie erstatten. Ganz zu schweigen von den anderen Mädels. Sie hatten ja eine ganz beachtliche Sammlung auf Ihrer Kamera. Wissen Sie was, ich will jetzt gehen. Ich muss auch nicht mit Ihnen reden. Sie haben mich schon die ganze Nacht hier festgehalten. Hören Sie, wir sind überzeugt davon, dass Sie in unseren Fall verwickelt sind. Was? Ich bin doch kein Schwerverbrecher. Ja, das wird sich noch rausstellen. Ich glaube, Sie haben uns nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sie wissen sehr wohl, wer das Mädchen auf dem Foto ist. Stimmt's? Hab ich recht? Das Mädchen ist unter Drogen gesetzt und brutal vergewaltigt worden. Und dann hat man es aufgegriffen in der Nähe des Studentenwohnheims. Sie haben dort etliche Fotos gemacht von dem Mädchen. Was meinen Sie denn, wie das aussieht für uns? Stecken Sie auch hinter der Vergewaltigung? Nein, ich habe damit nichts zu tun, nicht das Geringste. Ja, wenn das so ist, dann geben Sie uns bestimmt auch gerne freiwillig eine Speichelprobe, oder? So können Sie Ihre Unschuld beweisen. Mit dem größten Vergnügen. Und dann will ich meinen Anwalt sprechen. Okay. Nehmt ihr eine Speichelprobe von ihm und dann darf er auch seinen Anwalt sprechen. Bitte schön. Glaubst du wirklich, dass das war? Nee, aber der verschweigt uns was. Was ist los? Was hast du da? Eine kleine Überraschung. Hier. Du und Schenk, ihr seid die Helden der Nacht. Das gibt's doch gar nicht. Was denn, Zecker? Ja, dein komischer Journalistenkollege, was der geschrieben hat. So ein Mist. Ich hätte diese Pappnase echt nie anrufen dürfen. Aber das Ganze hat ja auch was Gutes, Alex. In der Klinik ist ein Mann aufgetaucht, der das Foto von dem Mädchen in der Zeitung gesehen hat. Anscheinend kennt er sie. Mr. Smith? Mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Demian. Winston Smith, ich bin Shelleys Vater. Okay, könnten wir Ihren Ausweis sehen? Ja. Dankeschön. Können Sie beweisen, dass Sie Ihr Vater sind? Das bin ich und meine Tochter. Zu Hause in Ohio. Ich fürchte, das wird nicht ausreichen. Shelley, hi. My name is Cenk Demir. I'm a police officer. Can I ask you a question? Is Winston Smith your father? Okay. Ja. Sind Sie mit einem DNA-Test einverstanden? Ja. Ich will nur so schnell wie möglich mit meiner Tochter zurück in die USA. Ja, das kann ich gut verstehen. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Ja, ich war bei der Army und lange Zeit hier in Deutschland stationiert, in Heidelberg. Und Ihre Tochter, was macht sie hier? Sie war auf einem Backpacking-Tour durch Europa. Vorgestern hätten sie zurückfliegen sollen nach Ohio, aber sie war nicht am Flughafen, als ich sie abholen wollte. Ich habe sie nicht mehr erreichen können. Dann habe ich mich wahnsinnig Sorgen gemacht. Und sind hergeflogen? Ja, ich bin in das nächste Flugzeug gesetzt. Kaum war ich angekommen, habe ich das in die Zeitung gesehen. Meine Tochter wurde vergewaltigt? Wer hat das gemacht? Unsere Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Sobald es irgendwelche Ergebnisse gibt, werden wir uns bei Ihnen melden. Sie sollen ihn besser finden. Sonst werde ich ihn finden. And I'm gonna kill him. Mr. Smith, Sie kümmern sich bitte ausschließlich um Ihre Tochter. Alles andere machen wir. Seit die Mutter gestorben ist, sie ist alles für mich. Können Sie uns sagen, wo sie hier gewohnt hat? Ja, im Hostel am Bahnhof. Ich gebe dir die Adresse. Und das habe ich unserer Pressestelle auch schon mitgeteilt. Lars, pass auf, ich habe mich auf dich verlassen, ja? Und man hätte gut zusammenarbeiten können, aber das kannst du in Zukunft knicken. Weder mit mir noch mit meinen Kollegen. Ich habe allen Bescheid gesagt. Ja, nee, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr bereden. Und tschüss. Dem hast du es aber gegeben. Ja, pff. Und? Wollt ihr auch Zeit? Hier, guck mal. Also eins muss man ihm ja lassen. Auf Zack ist er. So einer erfährt sowas aus der Zeitung. Ja, was sollten wir machen? Wir mussten ihn laufen lassen. Wir hatten nicht genug gegen ihn in der Hand. Die fremden Hautpartikel an der Krawatte waren nicht von ihm. Und gut, wegen der Spannerfotos wird er sich verantworten müssen. Aber deshalb können wir ihn nicht in Gewahrsam behalten.
Michael und Schenk fahren jetzt gleich erstmal zu dem Hostel, in dem das Opfer gelebt hat. Vielleicht bringt das ja was. Na gut. Hoffentlich hält sich den Reporterfreund jetzt ein bisschen zurück. Davon gehe ich mal stark aus. Ich habe ihm auch schon angedroht, dass für die öffentlichen Pressekonferenzen der Polizei ihm die Akkreditierung entzogen wird. Und hier legt man sich besser nicht an. Hallo. Tag. Was kann ich für Sie tun? Kripo, der mir mein Name. Es geht um eine junge Frau. Kennst du, ne? Frankie. Na? Wie ist es? Bist du früher rausgelassen worden? Deswegen habe ich die nochmal eingebuchtet, wegen irgendeinem Drogendelikt, oder? Mann, nicht so laut. Wollen Sie, dass ich hier rausfliege? Nee, es kommt ganz drauf an. Worauf? Ja, dieses Mädchen. Was kannst du uns über die sagen? Da habe ich jetzt gar keine Ahnung, also echt nicht. Ich glaube, die hat mal hier gewohnt, aber ich kann ihnen da echt nicht weiterhelfen, sorry. Frankie, du weißt doch mehr. Ha? Guckst du dir noch mal an? Herr Naseband, ich bin echt sauber. Ich habe früher Scheiß gebaut, ich bin sauber. Ich kann ihnen nicht weiterhelfen. You got some more of that stuff, you know? Was? Stuff? Hau ab, verpiss dich, wer ist der Typ? Hä? Was war denn das jetzt? Das kann ich mir nicht. Some more of that stuff. Ich habe echt keine Ahnung, wer das war. Du vercheckst also immer noch. Ich glaube, wir sollten uns mal ganz in Ruhe unterhalten, Frankie. Ha? Fuck, Mann. Sehen Sie? Ich bin sauber. Ich hab nichts auf Tasche. Frankie, freu dich mal nicht zu früh, ja? Wir können auch die ganze Bude auf den Kopf stellen. Was wollen Sie denn wissen? Die Frage ist immer noch dieselbe. Was ist mit dem Mädchen? Was weißt du über sie? Ja, die hat hier gewohnt. Ich hatte so ein kleines Business mit ihr laufen, aber das wusste sie jetzt nicht direkt. Was soll denn das heißen? Naja, also, wenn jetzt Mädchen hier einchecken, ja, die alleine reisen, aus dem Ausland sind, dann, und halt genau, die müssen gut aussehen, sagen die. Also dann rufe ich halt so eine Nummer an. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Hi, ich bin. Gerade hat mir eine Kandidatin eingecheckt. Ja. Ja, und wen rufst du da an? Na, ich weiß nicht, wer die Jungs sind. Also, die nennen sich Tom und Jerry, aber na, ich glaube, das sind nicht die echten Namen. Ach nee. Und weiter? Naja, und dann taucht hier einer auf von den Jungs und die sehen immer total gut aus, gut gekleidet. Und dann sprechen die Mädchen an und dann schleppen die halt ab. Ja, dann anschließend werden die Mädchen unter Alkohol, Drogen und K.O.-Tropfen gesetzt und dann vergewaltigt. Was? Ohne Scheiß? Ey, das wusste ich nicht, Mann. Also ich krieg 100 Euro pro Anruf, aber dass sie sowas machen mit denen... Ach komm, wie naiv sind sie eigentlich? Wahrscheinlich ist bisher keines der Mädchen zur Polizei, weil es sich geschämt hat oder sich nicht erinnern konnte wegen der K.O.-Tropfen. Hast du die Krawatte ja schon mal gesehen? Ich glaube, die gehört Tom oder Jerry. Du gibst uns jetzt ganz flott die Handynummer von den beiden. Verstanden? Flott. Alex ist gerade schlecht. Was? Lassen Sie sofort den Mann los, sofort! Jetzt hören Sie auf damit, denken Sie an Ihre Tochter! Haut ab! Ich werde das klären! Lassen Sie mich! Er hat diese Ratte hier freigelassen! Lassen Sie mich! Hören Sie auf! Ich will jetzt wissen, was er mit Shelley gemacht hat! Sonst liegt er! Ich hab doch nichts gemacht, ich hab doch nur... Für was? Tell me! Ich hab doch nur Zimmer vermietet an zwei Studenten! Ich hab der Polizei nur nichts gesagt, weil ich das Zimmer unter der Hand vermiete! Oh Gott! Okay.
Sie zeigen uns jetzt sofort ihr Zimmer. Bring ihn nach unten. Los, komm, zeig uns das Zimmer. Tom und Jerry kommen. Die Beschreibung des Hausmeisters passt. Sie haben Mädchen bei sich. Cenk, komm, es geht los. Hey, mach mal ein Champagner auf. Hey, lass das. Jetzt stell dich nicht so an. Oh, nimm meine Krüffel weg. Komm. Die Tropfen sind weg. Hey, ich glaube, ich gehe rein. Die Party hat das Ganze angefangen. Hey, mein Freund, die Party ist vorbei. Kriminalpolizei setzt sich da hin, dann vorne mich festgenommen. Hinsetzen, nur ganz Ruhe hier. Dass Sie mich zu meiner Tochter gebracht haben. Ja, ist doch kein Problem. Übrigens, gegen die beiden wurde Haftbefehl erlassen. Es sind Medizinstudenten, reiche Jungs aus gutem Haus, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, junge Frauen in ihre Gewalt zu bringen und zu vergewaltigen. Aber damals ist ja Schluss. Was Sie gemacht haben, das muss ich Ihnen nicht sagen, das war falsch. Ich weiß. Ich bin bereit dafür, die Verantwortung zu übernehmen. Wichtig ist nur jetzt, dass es meine Tochter gut geht. Das ist das Einzige, was zählt.